Hier ist Laura Müller live aus Ludwigsburg. Der Barockstadt hat genau eine Sache gefehlt, um alle anderen wegzurasieren. Und das ist das weltgrößte reißende Riesenrad. Das City Star, 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 Star. Laura's Ländle. Gondeln, 70 Meter hoch und 100.000 LEDs. Guck's dir an, hey. Leute, das wird riesig. So, die einen haben ein schickes Auto in der Garage und Sebastian hat ein ganzes Riesenrad. Wie stolz bist du auf dein Baby? Mächtig stolz. Wie kommt ihr denn von London, was ja eine Riesenmetropole ist, hier zu uns nach Ludwigsburg? Wir waren direkt begeistert mit dem Blüber hier mitten in der Stadt. Das war, hat uns direkt irgendwie gereizt. Und als ich vor ein paar Tagen die erste Runde gedreht habe, habe ich auch gewusst, das ist der richtige Standort. Also was man hier alles sieht, schon toll. So, so ein Ding kostet ja auch ein bisschen was. Was hat man denn dafür ausgegeben? Also Gesamtinvestition waren tatsächlich 11 Millionen Euro. Gut festhalten oder ist das eine angenehme Fahrt? Ganz angenehm. Die Gondel ist ja geschlossen, die ist windgeschützt, ist jetzt auch beheizt bei den kalten Jahreszeiten, im Sommer dann auch klimatisiert. Also ganz, ganz entspannte Fahrt. Ah, das sind sie doch. Na, wie war's? Habt ihr einen Drehwurm? Es war der Hammer, ehrlich. Geiler als erwartet. Ich muss ehrlich sagen, man hat ganz Ludwigsburg gesehen. Es war mal krass, das von oben zu sehen. Ja, normalerweise braucht man einen Hubschrauber dafür und jetzt geht das auch so, ne? Dank Energy auch kostenfrei. Super. Ja, ja, ja. Herr Knecht, das ist Ihre Stadt und somit ja auch Ihr Riesenrad. Wie aufgeregt sind Sie, dass das Ding genau hier neben der Bärenwiese steht? Ja, es ist ein grandioser Moment für Ludwigsburg. Das muss ich sagen, unglaublich viele Leute haben sich riesig gefreut. Menschen haben uns geschrieben, wie toll das ist, dass sie jetzt durch das Fenster das bunte Riesenrad sehen. Also insofern Aufbruch, vielleicht auch jetzt hoffentlich am Ende auf der Zielgerade der Corona-Pandemie genau das Richtige für Ludwigsburg. Und es wirkt hinaus in die Region, ins Land, in die Welt. Ganz toll. Okay, ja. Einfach so schön. Also das so von Weitem zu sehen, ist eine Sache. Aber wenn man dann direkt davor steht, das ist schon echt riesig, ja, für ein Riesenrad. Also ich habe eigentlich keine Höhenangst, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe schon einen Puls. Oh mein Gott, ich fahre ja rückwärts. Ich kann doch nicht rückwärts fahren, da wird mir doch schlecht. Okay, okay. Also wir sind jetzt noch nicht, wir sind jetzt bei einem Viertel angekommen und es ist jetzt schon viel zu hoch. Das ist, oh mein Gott, oh Gott, ich glaube, ich kann gar nicht runtergucken. Das Schloss ist natürlich ein Träumchen, ne? Eieiei, die Aussicht ist echt gigantisch. Verkehr. A8, Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim Nord wegen der Dauerbaustelle 5 Kilometer Stop and Go. Das war's für den Moment. Wenn ihr noch was gesehen habt, Staus, Blitze, Gefahrenstellen, gerne her damit an die 07141 99 03 4x5. Es fängt an zu regnen. Sheesh. Also, meine letzten Worte. Mama, ich hab dich lieb. Felix, bitte versau die Morningshow nicht ohne mich. Und ja, meinen Chef, ich warte immer noch auf die Gehaltserhöhung. Das ist schon so ein kleiner Höhepunkt. Also du musst dir das mal vorstellen. Wir haben hier so ein Orkantief, das gerade wahrscheinlich mit 70 km/h gegen unsere Scheibe donnert. Und wir sitzen in einem 70 Meter hohen Riesenrad und das am höchsten Punkt. Oh nee, das muss jetzt echt nicht sein. Ah, mir wird doch so schnell schlecht. Ah, Alter, das ist hier Hollywood-Schaukel, oh mein Gott. Also ich muss sagen, trotz Sturm, der uns da oben ordentlich durchgeschüttelt hat, habe ich mich sicher gefühlt, auch wenn ich kurzzeitig dachte, okay, es wird eng. Abgesehen davon, ich meine, man hat eine mega Aussicht, man sieht super weit und es ist halt auch einfach ein geiles Feeling. Mitten in der Stadt, 70 Meter hoch. Also muss man auf jeden Fall gemacht haben und ich kann es allem in allen nur empfehlen.
Hihihihi.